63% haben in unserer Befragung sogar gesagt, sie wollen nur einkaufen, wenn sie davor beraten wurden. Sie haben zwar jede Menge Möglichkeiten, über den Self-Service selber Informationen zu finden, aber 63% sagen, sie kaufen nur, wenn sie beraten wurden und wenn sie sich die Beratung im stationären Handel suchen. Wir haben uns außerdem angeschaut, welche Kunden schon überhaupt den Kundenservice wahrgenommen haben. Wir haben dabei aber nur den Online-Kundenservice angesehen. Und 81% unserer Online-Shopper, die wir befragt haben, haben schon mal einen Online-Kundenservice wahrgenommen. Das bedeutet auch, 19% haben noch nie einen Online-Kundenservice wahrgenommen. Und da liegt ein Problem, denn in 65% der Fälle wird ein Kauf abgebrochen, weil noch offene Fragen bestehen. Das heißt, Ihre Webseitenbesucher sind auf Ihrer Webseite, Sie haben Sie da super hingelockt mit Ihren Marketingaktionen, die Ihnen eine Menge Geld gekostet haben. Dann halten Sie sich auf der Webseite auf, suchen nach dem richtigen Produkt, suchen nach der richtigen Information, finden diese nicht, dann gehen Sie halt zur anderen Webseite, wo Sie die Information finden. Der Webseitenbesucher ist unglaublich schnell, bewegt sich unglaublich schnell und braucht deswegen auch die Beratung, die ihm entgegenkommt, sodass er den Kauf nicht abbricht. Dann haben wir, natürlich nicht ganz uneigennützig, gefragt, wie wäre es denn, wenn wir Ihnen vor diesem Kaufabbruch ein Click-to-Chat-Angebot gegeben hätten, bei dem ein Kundenberater verfügbar gewesen wäre, der direkt auf Ihre Fragen eingeht. Und da haben 56% der Nutzer gesagt, dann hätten wir den Kauf nicht abgebrochen. Das ist die Zahl bei Suchgütern, bei Erfahrungsgütern waren es nur 44%. Kurz zur Begrifflichkeit, Suchgüter sind vor allem Güter, wo man die Informationen faktisch finden kann. Also eine Kamera, ich weiß, wie viele Megapixel die hat, ich weiß, was die ISO-Werte sind, da kann ich alle Informationen finden, da kann man mir nicht viel erzählen. Bei Erfahrungsgütern ist es schon etwas anderes, bei einer Bettdecke oder bei einem Schlafsack muss man ja auch erstmal testen, um zu wissen, ob der wirklich bequem ist. Da kann eine Beratung nicht immer so viel auswirken und deswegen ist die Zahl dort deutlich geringer. Fakt ist, bei Suchgütern wären 56% der Online-Shopper der Meinung, dass sie den Kauf nicht abgebrochen hätten. Dann haben wir uns die Nutzung der Services angeschaut. Auch hier, das zählt alles aus einer Befragung der Online-Shopper in Deutschland. Das meistgenutzte Kanal ist E-Mail. Danach kommt das Kontaktformular. Danach kommen die FAQs und erst an dritter Stelle steht die Service-Hotline. Und danach stehen schon Beratungs- und Hilfevideos. Die werden immer häufiger genutzt, eingesetzt, weil sie auch anonym wahrnehmbar sind. Und dann kommt der Click-to-Chat, der noch sehr selten eingesetzt wird von Unternehmen. Click-to-Callback ist es bei 13%. Der virtuelle Assistent hatte ein kleines Peak vor einigen Jahren, ist aber nicht so richtig gut angekommen, liegt heute noch bei 10%. Und das Schlusslicht bilden Click-to-Call und Click-to-Video, ganz einfach auch aus dem Grund, weil sie noch sehr, sehr wenig eingesetzt werden, dann können sie auch wenig genutzt werden. Und dann haben wir uns angeschaut, wie die Zufriedenheit in unterschiedlichen Kanälen aussieht. Das hat uns natürlich gefreut, weil der Click-to-Chat stand an zweiter Stelle. E-Mail war an erster Stelle mit 75% Zufriedenheit. Danach kommt das Kontaktformular, was auch überraschend ist, finde ich. Der Callback kommt an vierter Stelle. Und bei 51% liegen die Frequently Asked Questions, also die FAQs. Wir haben die Kunden außerdem gefragt, also die Online-Shopper haben wir außerdem gefragt, was besonders wichtig für Sie ist. Welche Faktoren sind für Sie am wichtigsten? In Deutschland sind das Schnelligkeit, Kompetenz und Einfachheit. 85% wünschen eine schnelle Problemlösung. Dann haben wir gefragt, in welchen Kanälen werden denn diese Anforderungen auch wirklich, also wirklich erfüllt? 57% haben gesagt, bei der Hotline kriege ich eine schnelle Problemlösung. Kriege ich schnell meine Antwort, da kann man ja nicht abhauen. Am Telefon kriege ich meine Antwort. 50% finden, dass es beim Chat zutrifft und 53% beim Click-to-Call. Dann haben wir gefragt, wo haben Sie denn bisher eine kompetente Beratung bekommen? Hier ist es schwierig zu sagen, okay, es ist nicht unbedingt kanalabhängig, aber irgendwo ja doch, denn man muss ja auch überlegen, dass die Personen den Kanälen zugeordnet werden, den Personen, den Beratern zugeordnet werden und wenn das über den Kanal richtig geregelt wird, dann kann auch der Kanal davon profitieren und somit auch ein höheres Zutreffen haben. Sie haben 57% beim Hotline-Anruf, 52% beim Click-to-Call und 43% beim Click-to-Chat.
Wir wollten dann auch noch wissen, warum die Online-Shopper diese verschiedenen Kanäle genutzt haben. Das ist ja meistens eine aktive Entscheidung. Wenn ich die Auswahl habe, überlege ich mir, schreibe ich eine Mail, rufe ich an, nutze ich den Chat-Button, den ich vielleicht noch gar nicht wirklich kenne. Und da gab es 4 Hauptgründe, die am meisten aufgetreten sind. In erster Linie die Schnelligkeit, das muss alles ganz schnell gehen, das habe ich vorhin schon gesagt. Dann die Einfachheit und dann kam auch ganz häufig die Gewohnheit und ein bisschen die gute Erfahrung. Was wir hier gemerkt haben, ist, dass es in einzelnen Kategorien auf jeden Fall Pioniere gibt wie die Service Hotline. Aber durchgängig schafft es kaum ein Kanal, wirklich alle Kriterien sehr gut zu erfüllen. Und nur der Click-to-Chat hat in allen 3 Kriterien Schnelligkeit, Einfachheit und gute Erfahrung den besten Wert, nämlich über 60%. Wir haben uns dann auch noch die Konsumententypen genauer angesehen und haben insbesondere 2 Unterschiede bemerkt, nämlich, dass Frauen mehr Wert auf Usability legen als Männer. Der Unterschied ist zwar nicht sehr groß, aber dennoch sehr signifikant. Und da merkt man, das ist sehr wichtig, wir hatten vorhin das Gespräch in einer kleinen Runde, wenn man immer bei Hotlines anruft und dann bei verschiedenen Nummern drücken muss, um dann mit der richtigen Person verbunden zu werden, dann legt man eigentlich am liebsten gleich auf, weil da hat man eigentlich keine Geduld dafür. Frauen sind da wohl besonders prädestiniert dafür und möchten mit 84% eine einfache Lösung, die leicht zu nutzen ist. Idealerweise direkt auf der Webseite. Männer möchten es auch mit 76%, aber nicht so sehr. Das Thema meines Vortrags heute ist ja die persönliche Beratung. Und wenig überraschend ist, dass die Älteren mehr Wert auf persönliche Beratung legen, weil sie im stationären Kauf auch die persönliche Beratung gewohnt sind. Das möchten sie auch im Onlineshop nicht verzichten. Bei 19- bis 29-Jährigen ist der Bereich deutlich niedriger. Die wollen meistens anonym bleiben, die möchten nicht unbedingt mit jemandem am Telefon sprechen und deswegen ist es nur bei 40%. So, wir haben jetzt einen kleinen Fokus auf den Click-to-Chat, der ja einer unserer 3 Kanäle ist, neben dem Call und dem Video. Ich hatte vorhin schon vorgetragen, 15% der Online-Shopper nutzen den Click-to-Chat. 67% möchten ihn gerne nutzen. Da ist ein Riesenungleichgewicht vorhanden, das auf dem deutschen Markt besonders besteht, weil wir Deutschen immer gerne erstmal ausprobieren, erstmal schauen, was die anderen machen, erstmal schauen, ob es funktioniert. Aber der Nutzer selbst, der hat schon mal den Click-to-Chat auf einzelnen Webseiten gesehen, der kennt sich damit schon aus und erwartet diese Lösung inzwischen auch. Und das sieht man gerade an dieser signifikanten Zahl von 67%. Wir hatten es vorhin schon, 70% sind auch zufrieden mit dem Kanal und 54% sagen aus, dass sie den Kaufabbruch nicht abgebrochen hätten, wenn sie davor beraten worden wären. Die Erwartungen habe ich Ihnen vorhin kurz mündlich genannt. 91% ist die Schnelligkeit am wichtigsten. Mit 88% kommt die Kompetenz an zweiter Stelle und mit 71% die Einfachheit an dritter Stelle. Nur kurz zum kleinen Vergleich. In Frankreich ist das ähnlich. Also es geht auch um Schnelligkeit, um Einfachheit. Aber statt Kompetenz ist in Frankreich das Gratissein des Angebots noch wichtiger. Das ist sehr witzig, weil ich finde, es verdeutlicht auch die deutsche Einstellung zum Kundenservice. So, der Click-to-Chat erfüllt diese Erwartungen am besten, denn der geht schnell, einfach und die meisten Kunden haben auch wirklich gute Erfahrungen damit gemacht. Dann haben wir uns angeschaut, welche Erwartungen die Nutzer haben und haben gemerkt, in der Dienstleistungsbranche sind die Erwartungen durch die Bank höher als in der Konsumgüterbranche. Also gerade wenn es um Kundenservice geht, ich weiß nicht, ob Sie es hier alle lesen können, also es geht hier um Verbindlichkeit der Antworten, schnelle Problemlösungen, einfache Bedienung, leichte Auffindbarkeit des Services und so weiter. Und da ist es eben so, Sie sehen hier die grüne Linie ist der Dienstleistungssektor und die blaue Linie ist der Konsumgütersektor. Und durch die Bank, außer beim anonymen Austausch und der Flexibilität, ist es für die Personen, die in der Dienstleistungsbranche Produkte suchen und etwas auf der Webseite suchen, wichtiger, dass die Beratung kompetent, schnell und so weiter geht. Also man merkt, in der Dienstleistungsbranche sind die Erwartungen höher, die Kunden haben den Anspruch, dass sie dort besser beraten werden. Dann haben wir uns noch angesehen, welchen Einfluss es auf den Online-Shop hat, auf den Anbieter hat, wenn man einen Click-to-Chat einsetzt.
Und da war es auch wieder interessant zu sehen, dass Frauen und Männer hier nicht einer Meinung sind. Denn Männer haben durch die Bank alles schlechter bewertet. Das sieht man hier wirklich ganz deutlich. Die Kurve hat die gleiche Form, aber ist immer so um einen Punkt nach links versetzt. Wie man es nehmen mag. Wenn ihre Kunden weiblich sind, dann haben sie es hier leichter, sagen wir es mal so. An sich ist es aber deutlich, dass der Click-to-Chat eine positive Auswirkung auf den Online-Shop hat, denn der Online-Shop wird natürlich innovativer, kundenfreundlich, serviceorientiert, sympathisch, vertrauensvoll, seriös, zuverlässig. Und für manche ist es sogar spannend, für die Männer definitiv nicht. Die haben es hier ganz neutral gewartet. Frauen finden es wohl spannender, sich live zu unterhalten. Wir haben einen Online-Kundenservice in Echtzeit. Das bedeutet, es gibt keine Abwesenheitsnachrichten. Das bedeutet, der Kanal oder die Kanäle werden nur angeboten, wenn auch jemand dahinter steht. Also sie werden nicht in der Warteschleife hängen, sie werden nicht ein Formular ausfüllen müssen und dann erst versuchen, irgendwen zu kontaktieren. Sie werden auch nicht mit netter Musik berieselt. Nein, das geht alles direkt und alles online. Unser Angebot ist in zwei Teile aufgeteilt. Wir haben einmal die Kanäle, den Chat, Call und den Video, die auf allen Endgeräten verfügbar sind, von Tablet bis Mobile, ist alles angepasst. Und kombiniert damit haben wir eine Targeting-Technologie, die es ermöglicht, nur die Kunden anzusprechen, die einen wirklichen Mehrwert für den Kunden, also für den Kunden an sich, aber auch für ihr Unternehmen ermöglichen. Und wie wir diese Targeting-Technologie auch wirklich einsetzen, das sind unsere Programmmanager. Wir haben eine komplette Abteilung in unserem Unternehmen, die die Expertise des Unternehmens verkörpern und die nur Targeting-Technologien und unsere Kunden begleiten, damit diese auf dem Chat am effizientesten werden, die besten Ergebnisse erreichen. Die Ergebnisse werden auch alle getrackt und jeden monatlich, wöchentlich, je nachdem, immer wieder vorgestellt, sodass man immer den Überblick darüber behält, was hat der Chat oder der Call oder der Video oder alle drei in diesem Monat gebracht. Es gibt zwei Einsatzmöglichkeiten im Online-Kundenservice. Das ist einmal der Sales-Bereich und einmal der Care-Bereich. Bei uns ist es so, dass jedes Mal wird sich die Frage gestellt, okay, was bringt unsere Lösung für diesen Kunden? Im Sales-Bereich ist natürlich das Ziel, die Konversionsrate zu steigern. Also aus ihren Webseitenbesuchern auch wirklich Kunden zu machen. Außerdem möchte man den durchschnittlichen Warenkorb erhöhen. Wenn man einen Berater im Warenkorb hat, der sagen kann, na hören Sie mal, wenn Sie so ein schönes Kleid kaufen, dann können Sie ja auch die Kette dazu kaufen, die passt perfekt dazu, dann kann man auch den Warenkorb erhöhen. Das ist jetzt sehr plakativ, das funktioniert auch gerade bei komplizierten Produkten besser, aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und dann gibt es den Care-Bereich, der eigentlich das Einsatzgebiet des Kundenservice ist. Und da geht es darum, die Kosten des Kontaktcenters zu optimieren und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Das haben wir bei unseren Kunden auch geschafft. Im Sales-Bereich ist es so, dass die Konversionsrate im Durchschnitt bei 25% nach einer Kundenkommunikation per Chat erreicht wird. Außerdem könnte der Warenkorb bei einigen Kunden, die das dann auch wirklich dafür einsetzen, um 30% erhöht werden. Und wir messen außerdem über ein Verfahren, welchen Umsatz wir nur über unseren Kundenservice generieren konnten. Das machen wir, indem wir vergleichen, welchen Umsatz die Kunden, die nicht beraten wurden, aber das Angebot bekommen haben, generiert haben und welchen Umsatz die Kunden generiert haben, die eben das Beratungsangebot angenommen haben. Dann berechnet das unsere Statistikerin alles noch ganz gut und dann kommen wir auf einen Wert von 50% zusätzlichen Umsatz. Aber auch auf der anderen Seite sieht es gut aus, denn wir haben durchschnittliche Kundenzufriedenheit von 90% im Care-Bereich. Also muss man schon vor Augen führen, dass diese Leute eigentlich zu Ihnen kommen, weil sie unzufrieden sind, weil sie ein Problem haben, weil sie irgendwie Hilfe brauchen. Und danach kommen 90% raus, die haben es am Anfang ja im Video gesehen, es gibt dieses Bewertungssystem und 90% geben an, dass sie zufrieden sind. Die First Contact Resolution Rate ist auch so ein Stichwort, das immer wichtiger wird. Man möchte beim ersten Kontakt schon die richtige Antwort, die kompetente Antwort bekommen und das ist bei 85% möglich. Und was noch als Callcenter-Angestellter vielleicht beängstigend klingen mag, aber die Kontaktkosten wurden um 30% reduziert. Das bedeutet, Sie können
über verschiedene Kanäle mehr Kunden bearbeiten und deswegen auch ihre Kontaktkosten reduzieren. So, wie schaffen wir diese Mehrwerte? Indem wir die richtige Person an der richtigen Stelle auf ihrer Webseite und dann auch noch im richtigen Moment ansprechen. Das ist eine Kombination aus verschiedenen Kriterien, die wir bei jedem Kunden einzeln festlegen. Also bei einer Bank zum Beispiel kann es sein, dass wir verschiedene Seiten besonders ins Auge nehmen und sagen, okay, wenn er auf diesen Seiten war, das ist gerade eines unserer Angebote, die besonders wichtig sind. Wir wollen, dass sich da viele Kunden anmelden und da bieten wir Ihnen speziell, wenn Sie nach 5 Minuten immer noch nicht die Seite gewechselt haben, einen Beratungsbutton an und können den dann spezifisch ansprechen. Dann geht es auch noch darum, die einzelnen Kunden mit dem richtigen Kanal zu bedienen. Sie haben so viele Kunden auf Ihrer Webseite, die können Sie nicht alle persönlich ansprechen. Und die meisten wollen das auch gar nicht, denn die kommen mit dem Self-Service sehr gut zurecht. Eine kleinere Minderheit reicht es, wenn Sie schnell und einfach eine Antwort über Chat bekommen. Wiederum mehr wenigere brauchen vielleicht nur einen Call-Button, weil sie persönlich angerufen werden möchten, weil sie den Chat nicht so richtig kennen. Vielleicht sind es auch ältere Personen, die sich da nicht so richtig zurechtfinden. Diesen kann man dann den Call anbieten. Und dann wiederum noch wenigere, und das liegt sowohl an dem Aufwand als auch an der Annahme, kann man dann den Click-to-Video anbieten. Wir haben zum Beispiel den Kunden, der heißt Voyage SNCF, das ist die französische Bahn, die streikt weniger als die Deutschland. Und die bietet ihren Kunden, die gehörlos sind, eine Beratung über die Gehörlosensprache an. Was ich persönlich sehr nett finde, das ist ein Einsatzszenario, wo es sich lohnt. Es muss aber sehr spezifisch sein. Wir hatten auch jemanden, der wollte die Click-to-Video-Beratung ausschließlich, um seine Lautsprecher zu verkaufen, weil er gesagt hat, die Leute wissen nicht, wie man die anstecken kann und ich muss es denen erstmal zeigen. In solchen Fällen kann es auch wirklich wirklich notwendig sein, ein Video einzusetzen. So, wie sieht das aus? Wir haben 2 verschiedene Ansprachemöglichkeiten. Das ist hier die reaktive Ansprachemöglichkeit, hier rechts unten. Sieht so ein bisschen ähnlich aus wie bei Facebook, weil so sind es die Nutzer ja auch gewohnt. Die Chat-Buttons werden immer an die Corporate Identity der Webseite angepasst. Das heißt, wir haben es hier farblich, es ist eine fiktive Seite, aber wir haben es hier farblich angepasst. Sie können Ihren eigenen Kundenberater, wenn der auch bereit ist, gerne in das Button einbinden und sprechen so Ihren Kunden an, ohne dass er denkt, dass es Spam ist. Weil wenn es ein Button ist, wo dann groß draufsteht, Powered by iAdvice oder wie auch immer, dann wird er da nicht draufklicken. Und deswegen haben wir für jeden Kunden einen spezifischen Button, der dann speziell an die Webseite angepasst ist. So sieht die proaktive Ansprache aus. Das ist kein Pop-up, sondern ein Pop-in. Das heißt, es wird auf der Webseite angezeigt. Aber um weiter navigieren zu können, muss der Kunde sich entscheiden, nehme ich das Kontaktangebot an oder nicht. Solche Kontaktangebote müssen nur sehr sparsam und sehr spezifisch eingesetzt werden, weil wenn Sie das überall machen, dann ist der Kunde sofort weg. Wenn Sie es aber machen, wenn der Kunde im Warenkorb ist, auf die Lieferbedingungen geht, dann nochmal zurück auf den Warenkorb geht, dann nochmal den Warenkorb verlässt, auf die Startseite zurückgeht und dann auf die FAQs geht, dann hat er garantiert ein Problem und hat den Chat aber offensichtlich noch nicht gefunden, dann können Sie es ihm anbieten. So sieht das dann aus, wenn er es angenommen hat. Also Sie sehen hier unten eine kleine Chatbox. Und da kann er dann einfach fröhlich reintippen. So sieht das beim Click-to-Video aus. Hier ist keine zusätzliche Software außer dem Flash-Player notwendig. Das heißt, weder der Kundenberater noch der Kunde selbst müssen nichts installieren. Sie brauchen natürlich eine Webcam, das ist logisch, und ein Mikro und können dann direkt mit dem Kundenberater kommunizieren. Und es ist nicht notwendig, dass der Kunde auch angezeigt wird. Also der Kunde kann auch ablehnen, sein Video anzuzeigen und nur die Kundenberaterin oder den Kundenberater sehen. So sieht das beim Call, Click-to-Call aus. Hier fehlt leider der Button, der sollte hier eigentlich, dann erkläre ich es eben so. Sie haben da einen einfachen Button, in dem Sie Ihre Telefonnummer eingeben, dann klicken Sie auf, rufen Sie mich bitte zurück und in dem Moment werden Sie mit dem Kundenberater in Verbindung gesetzt, der gleichzeitig angerufen wird. Die Verbindung wird über unser Tool hergestellt und so werden die beiden direkt in Kontakt gebracht. Und wie ich vorhin schon gesagt hatte, das Angebot wird nur angeboten, wenn jemand online ist. Das heißt, die beiden werden direkt in Verbindung gesetzt, es gibt keine Warteschleife und der Kunde sieht direkt auf seinem Handy oder was auch immer er angegeben hat, dass er angerufen wird. Was für Sie garantiert interessant ist, ist, wie sieht es auf der anderen Seite aus? Das ist unser Backend, das die Kundenberater tagtäglich nutzen. Wir haben unsere Kundenberater, die das Tool bereits nutzen, interviewt und haben gefragt, wie zufrieden sind sie mit der Nutzung? 95% waren sehr zufrieden mit der Nutzung, darüber sind wir auch sehr zufrieden. Und das liegt hauptsächlich daran, dass das Tool sehr intuitiv ist. Also es geht hier, es ist hier,
Sie sehen es, es ist eine Seite, da gibt es nicht viel zu suchen, sonst was. Wenn Sie was eingeben, dann wird Ihnen direkt vorgeschlagen, was Sie besonders häufig eingeben. Das heißt, wenn Sie einen Satz haben, guten Tag und herzlich willkommen, Sie schreiben guten Tag und schon wird Ihnen der Rest schon eingeblendet, Sie brauchen nur OK klicken und es wird angegeben. Dann haben Sie die Möglichkeit, im Hintergrund hier die Webseite zu sehen, auf die sich der Kunde gerade befindet. Das heißt, Sie wissen sofort, um welches Produkt es geht. Und der Riesenvorteil ist auch, dass der Kunde, also in der Regel, je nachdem, wie Sie das einstellen, dem Kundenberater zugewiesen wird, der sich für dieses Produkt besonders auskennt. Sie können verschiedene Kompetenzen für Ihre Kundenberater einstellen, sodass jeder Kundenberater immer nur die Person bekommt, dessen Fragen er auch beantworten kann. Sie haben dann links auch noch jede Menge Möglichkeiten. Man kann es hier leider nicht so gut lesen, aber Sie haben zum Beispiel die Möglichkeit, ein Angebot zu senden oder einen Link zu senden zu einem bestimmten Produkt. Und Sie haben auch die Möglichkeit, Co-Browsing anzubieten. Das heißt, Sie übernehmen die Steuerung des Browsers bzw. des Browserfensters, auf der sich der Kunde gerade befindet. So, jetzt habe ich Ihnen viel über unser Tool erzählt. Jetzt würde ich Ihnen lieber von unseren Kunden erzählen. Und zwar habe ich mir da drei rausgesucht, die vor allem aufgrund ihrer Ergebnisse besonders interessant sind, denke ich. Bei Air France ist es so, dass 93% der Kunden nach dem Support zufrieden sind. Auch hier ist es im Support-Bereich, das heißt, den Kunden wurde ein Flug storniert, Flug wurde geändert oder es gibt irgendein Problem mit der Airline. Die Kunden kommen auf die Seite, wenn sie die Seite verlassen, sind 93% von ihnen zufrieden, weil sie per Chat beraten wurden. Bei Air France wird die Lösung übrigens international eingesetzt, was ich vorhin nicht gesagt hatte. Wir haben auch eine integrierte Übersetzungsfunktion in unserem Tool. Das heißt, an sich ist es möglich, dass man die Sachen direkt übersetzt und dann wieder beantwortet. Boulanger ist bei Ihnen wahrscheinlich nicht so bekannt. Das kann man vielleicht mit unserem deutschen Konrad oder Notebooks Billiger oder sowas vergleichen. Warum habe ich diesen Kunden ausgewählt, auch wenn Sie ihn vielleicht nicht kennen? Weil diese Kunden eine besonders hohe Warenkorbwerterhöhung haben, nämlich 36% Warenkorbwerterhöhung. Ganz einfach, weil die Kunden gut beraten wurden, vielleicht zu einem besseren Produkt beraten wurden. Vielleicht nehmen sie ja nicht das Smartphone, sondern das andere Produkt, das ein bisschen besser ist, nur ein bisschen mehr kostet. Das können sie auch nehmen. Und dann haben wir noch La Fnac, ein Multimedia-Anbieter in Frankreich. Sie sehen hier jeweils im Hintergrund auch immer das Chatfenster. Und bei denen ist es so, dass 53% des Umsatzes im Chat generiert wurde, ohne den Chat nicht generiert worden wäre. Das heißt, wir haben bei diesem Kunden sogar eine Umsatzgewinnung, sodass der ROI, der für uns immer sehr wichtig ist, positiv ist. Also wir verkaufen unseren Kunden nicht nur eine Lösung, sondern wir möchten, dass sie diese Lösung erstmal klar finanzieren, aber dass sie danach mehr rausbekommen, als sie investiert haben. So. Damit bin ich auch schon am Ende.